Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Und wir befinden uns hier auf einer Geheiminsel mitten im Ägäischen Meer. Das Ganze ist in der Nähe von Griechenland. Und genau hier möchte ich mit euch einen verlassenen und heruntergekommenen Schwarzmarkt bauen. Das heißt, hier auf dieser Insel wurde damals von Wilderern illegal mit Dinosauriern gehandelt. Doch eines Tages ist das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Einige Dinosaurier konnten sich befreien und dann mussten die Wilderer und Menschen fliehen. Und jetzt haben die Dinosaurier die Insel sozusagen für sich zurückerobert. Unser Auftrag ist es natürlich jetzt erstmal, diese Gebäude wieder aufzubauen und dann sie wieder zu zerstören, damit es auch verlassen aussieht. Aber diese Malta-Gebäude sind ja sowieso allgemein schon so ein bisschen zerstört. Deswegen passt das eigentlich ziemlich gut. Wundert euch übrigens nicht, ich spiele das Ganze mit Mods, denn die meisten Mods scheinen noch zu funktionieren, trotz dem neuen Update und DLC. Auch wenn die noch nicht geupdatet wurden, aber das ist ziemlich entspannt. Also ich habe einige Mods installiert, die Liste findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und davon hat keine irgendwie Probleme gemacht. Hatten wir, glaube ich, noch nie, dass ein Update die Mods heile lässt. Normalerweise gehen die Mods halt immer kaputt und funktionieren nicht mehr und müssen erst gepatcht werden. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber, weil ich liebe es, mit Mods zu bauen. Und ihr seht auch, warum. Hier hat man halt viel mehr Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach diese Aviarien-Beobachtungsgalerien als Steg benutzen für meinen Hafen, den ich hier als Eingangsbereich baue. Ich hatte mir für diesen Park, es ist eigentlich gar kein Park, für den Schwarzmarkt hier, den ich baue, hatte ich mir vorgenommen, das Ganze mit möglichst vielen Höhenunterschieden zu machen. Das heißt, dass ich verschiedene Bereiche von dem Schwarzmarkt auf verschiedenen Höhenebenen mache. Ich glaube, das wird später nämlich ein sehr cooles Bild ergeben, wenn man dann da so drauf guckt und dann sind in der Ferne halt Gebäude auf unterschiedlichen Höhen. Die Problematik bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass es das wesentlich komplizierter macht beim Bauen. Das heißt, ich muss am Anfang immer sehr viel planen. Gerade was Wege angeht, musste ich zum Beispiel jetzt hier auch, weil man muss dann ja immer schön vernünftig überglätten, damit die Wege nicht zu steil sind und sowas. Und auch was Gebäude angeht, weil sobald man Gebäude platziert, wird ja auch die Höhe wieder so ein bisschen verändert, automatisch vom Spiel. Das heißt, ich werde auch oft zwischen Bereichen dann hin und her springen, so wie ich es jetzt hier quasi auch schon mache, weil ich gehe jetzt runter vom Hafen hoch zum Eingang vom Schwarzmarkt, beziehungsweise zu dieser kleinen Stadt, wo dann der Schwarzmarkthandel stattfindet. Ich wollte halt möglichst viele von den neuen Gebäuden verwenden und auch von der neuen Dekoration. Und ich denke mal, in so einer kleinen Stadt mit Marktplatz und allem drum und dran, da kann man sich am besten austoben. Ich glaube, ihr seht auch schon gerade ganz gut hier, in welche Richtung das dann gehen wird. Man kann wirklich mit sehr geringem Aufwand eine echt zerstörte, schöne Malta-Gegend erschaffen. Also die Gebäude sind wirklich toll und auch die Dekoration. Und wenn man dann die Mod verwendet, dass man halt Sachen ineinander platzieren kann, kann man das auch so richtig cool miteinander kombinieren. Ich liebe das. Hier baue ich jetzt übrigens oder plane ich schon mal die nächste Ebene wieder. Ich habe ja gesagt, ich will auf vielen verschiedenen Höhenebenen arbeiten. Und ich dachte mir halt, hier kommt einfach mal so eine zerstörte Burg hin. Ob die jetzt so bleibt oder noch ein bisschen komplexer wird, da war ich mir noch nicht sicher. Aber ich wollte zumindest schon mal den Grundriss der Burg hinplatzieren, damit ich jetzt, wenn ich die Stadt weiterbaue, dort keine Probleme bekomme. Weil dann weiß ich, die Burg ist da oben und dann werde ich da auch keine Gebäude in die Richtung irgendwie platzieren, damit sich das Terrain verformt oder sowas. Oder halt irgendwie das Terrain kaputt machen. Deswegen habe ich immer schon mal so die Grundplanung gemacht in bestimmte Bereiche. Aber das ist halt alles noch nicht perfektioniert. Wir werden in diese ganzen Bereiche auch noch später viel, viel mehr Arbeit stecken. In dieser Folge geht es eigentlich eher um den Eingangsbereich, also den Hafen unten, wo ich mich jetzt gerade die ganze Zeit schon nicht aufhalte, ich weiß. Aber ich war gerade so im Flow, diese Stadt schon mal, oder diesen ersten Eingangsweg in die Stadt hier mit euch zu erstellen. Und das macht echt Spaß mit den Malta-Sachen, das kann man nicht anders sagen. Hier kommt schon wieder die nächste Ebene, sehe ich gerade. Da habe ich dann mal ein Kraftwerk platziert. Ich habe immer so ein bisschen geguckt aus der Sicht des Hafens, wie das aussieht. Und dann habe ich so ein bisschen entschieden, wo die Gebäude hinkommen. Übrigens, das Ganze sieht ja jetzt gerade echt noch wie ein Festland aus, obwohl es ja die Inselkarte ist. Einfach, weil diese Karte echt größer ist, als man denkt. Aber ich werde vermutlich später das Ganze zu einer sehr kleinen, kompakten Insel machen.
Weil ich kann ja auch das Terrain komplett absenken und dann ist da überall Meer. Da muss ich mal gucken. Also ich stelle es mir halt vor, dass das so eine kleine, süße, versteckte Insel ist und wo dann halt die Stadt so an den Klippen und sowas teilweise sich so lang schlängelt. Ich weiß nicht, ob man das Ganze umsetzen kann, wie ich es mir vorstelle, aber wir gucken mal. Wir werden auf jeden Fall das Beste daraus machen. Es wird sich auf jeden Fall von dem Bild noch komplett ändern hier, das Ganze. Also es wird nicht so festlandmäßig aussehen, wie es jetzt aussieht, sondern es wird wirklich komplett ringsum mit Wasser umgeben sein, wenn das klappt, so wie ich es mir vorstelle. Hier habe ich dann schon mal einen Weg in Richtung Burg geplant. Das habe ich einfach nur gemacht, damit ich schon mal das Terrain dort anpassen kann. Und jetzt springen wir endlich mal wieder in den Bereich, um den es eigentlich heute gehen soll. Nämlich den Eingangsbereich mit diesem kleinen Hafen. Dort mussten noch ganz viele Dinosaurierkäfige hin, die dort abgeliefert wurden von Frachtschiffen mit illegalen Dinosaurierfängen und Dinosauriern, die halt gehandelt werden dort auf diesem Schwarzmarkt oder gehandelt wurden, eher gesagt. Und jetzt kam als nächstes noch ein paar Geländer für die Stege. Das war auch wieder relativ friemelige Arbeit, aber ich habe für euch viel rausgeschnitten davon. Aber ihr seht ja, wie ich das Ganze gemacht habe. Also man platziert halt die Geländer und dann kann man mit den Mods die halt auch von der Höhe anpassen und sowas und von der Drehung. Und dann habe ich halt versucht, das Ganze einmal an dem Steg entlang zu schlängeln und auch links und rechts so ein paar Lücken zu lassen, wo dann die Boote und Schiffe anlegen können und die Leute auch aussteigen können dann. Ich weiß, das Unterwasser da bei den Stegen sieht ein bisschen unrealistisch aus mit diesen verrosteten Metall. Was sind das denn hier? Wie heißen die denn? Stahlträger. Ja, diese Stahlträger und den Dächern von dem Gebäude. Aber das sieht man halt nur, wenn man wirklich von oben rauf guckt. Wenn man von der Seite guckt, sehen die Stege wirklich aus wie Stege. Und ich fand halt einfach dieses Dach ziemlich perfekt für einen Steg. Sah einfach schön aus. Diese kaputten Mauerstücke finde ich übrigens sehr, sehr cool. Das sind tolle Deko-Objekte. Kann man auch richtig gut miteinander kombinieren, selbst wenn man keine Mods benutzt. Weil man kann die relativ dicht aneinander platzieren. Damit kann man dann halt auch so eine große Mauer erstellen. Ein Kran durfte natürlich auch nicht fehlen, weil irgendwie müssen ja die Kisten und Käfige transportiert werden. Und jetzt ging es endlich ans Terraforming. Das Ganze erstmal ein bisschen überglätten. Und auch die Klippen schon mal grob anpinseln. Dann kamen als nächstes einige Felsen, die habe ich jetzt erstmal rechts an den Rand platziert. Und dann habe ich die nochmal mit der Mod ja, so ein bisschen in den Boden versenkt und nochmal die richtige Drehung gemacht. Ich wollte da auch nicht zu sehr übertreiben, weil das sind halt alles einzelne Objekte und ich möchte halt, dass der Park nicht zu sehr leckt am Ende. Und ich habe auch das Gefühl, dass die neuen Karten von der Performance nicht ganz so gut sind wie die alten. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich meinen PC mal wieder reinigen muss oder so, ich weiß es nicht.
Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie FPS-Probleme hatte, aber ich hatte irgendwie nur so ein bisschen das Gefühl. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn man die Felsen so ein bisschen in den Boden mehr macht. Und jetzt kommt auch noch ein bisschen Grün dazu. Ein paar Büsche. Und als nächstes habe ich dann auch noch ein Geländer gebaut, oben an dem Weg. Natürlich mit diesen coolen zerstörten Maltermauern. Da habe ich die ein oder andere Stelle dann auch so offen gelassen, dass da halt die Mauer schon so kaputt gebrökelt ist. Auf einer geraden Fläche ist das tatsächlich auch ziemlich einfach. Da kann man die super schnell einzeichnen, die Mauern. Oh, hier am Ende habe ich auch noch ein paar Container platziert. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, man sieht schon so nach und nach platziere ich dann mehr und mehr Deko. Deswegen will ich halt an Felsen auch sparen, weil ich halt vorhabe, von den anderen Deko-Objekten halt viele zu platzieren. Und jetzt wird es übrigens kompliziert, Leute. Deswegen platziere ich die Mauerstücke auch da oben hin. Denn ich wollte auch an der schrägen die Mauer hochführen. Das heißt, ich muss jedes Mal die Mauerstücke so einzeln platzieren und rotieren. Das geht halt auch nur mit der Mod. Mit den, also wenn man das Spiel ohne Mod spielt, kann man leider Mauern nicht an schrägen machen. Da wird halt das Land dann automatisch gerade gemacht. Deswegen sind Mods halt so cool. Da hat man dann halt auch diese Möglichkeit. Dann kann ich auch bei so einem schrägen Weg nach oben einfach so eine schöne Mauer machen. Aber das war wirklich viel Arbeit, also unterschätzt das nicht. Man muss halt wirklich jedes einzelne Stück selber drehen und sowas. Aber ich finde halt, es lohnt sich dann immer, sich die Zeit zu nehmen. Falls ihr euch fragt, warum ich die Mauerstücke mal außerhalb platziere, es liegt halt einfach daran, dass die das Terrain verändern und verformen. Deswegen muss ich die mal auf einer geraden Stelle platzieren und dann erst bewegen. Hier ist übrigens auch durch irgendwelche Deko-Objekte eine Lücke entstanden. Die habe ich jetzt einfach mit so einer Maltermauer gefixt. Weil das konnte ich leider nicht mehr anpassen mit dem Terrain-Tool, weil da halt ein Gebäude ist und dann kann man das nicht mehr absenken und sowas. Aber ich denke mal, die Lösung, die wir da gefunden hatten, war jetzt auch völlig okay. Das Ganze sah dadurch halt nur noch mehr zerstörter aus und deswegen war das eher förderlich, als dass es ein Nachteil war. Direkt hier an dem Hafen vorne dran habe ich auch noch ein paar Käfige platziert. Ich meine, ist ja ein Schwarzmarkt, ne? Da müssen viele Dino-Käfige stehen. Und dann habe ich oben auch noch ein bisschen mehr kaputte Feldstücke gemacht, ein bisschen mehr Schutt. Und dann zwischendurch auch mal etwas ältere Deko, die passt eigentlich auch ganz gut dahin, diese Kisten und sowas. Kann man gut kombinieren mit den Malta-Sachen. Und diese vier kommen in den ersten Bereich, nämlich der Morus intrepidus. Ist ja ein sehr, sehr kleiner Fleischfresser. Ich glaube, der passt dann noch perfekt hin in den Hafen. Allerdings haben wir ein Problem, nämlich könnt ihr gar nicht groß drauf laufen auf dem Hafen. Sieht das übrigens gerade aus von oben. Also die können halt hier überall gar nicht hinlaufen. Weil das sind halt Gebäude, das ist halt kein richtiger Untergrund, wo die drauf laufen können. Und das Problem ist halt auch, wenn ich hier jetzt nichts mache an Abgrenzung oder sowas, können die halt auch hier ins Wasser laufen, hier die Klippen hoch und sowas. Und ich möchte halt ungern hier noch unsichtbaren Zaun oder sowas hinmachen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, aber ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Das müssen wir jetzt halt ausprobieren. Oh, ich hoffe, wir kriegen die jetzt da irgendwie rauf. Aber von der anderen Seite ging es nicht. Jetzt die letzte Hoffnung. Oh Gott, nein, bitte nicht jetzt. Oh Jeep. Was machst du denn? Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Womit habe ich das verdient? Oh mein Gott. Wir müssen hier weg. Ich bin hier schon ewig die am Schicken und jetzt macht der Jeep sowas. Komm schon, lass sie da irgendwie drauf. Irgendwie auf dieses Gelände. Kann zwar pfeifen, aber es muss halt blau werden, damit die darauf laufen, wirklich. Das ist halt ein bisschen das Problem.
wäre so schön, wenn die darauf können. Es hat geklappt. Oh mein Gott. Sie laufen hin. Bis auf einer. Das ist perfekt. Aber ich weiß, dass die auf der anderen Seite nicht durch können, also hier auf dieser Seite. Das heißt für uns, wir schnappen uns jetzt so eine Mauer. Platzieren die mal hier hin. Nehmen die nochmal und machen die in den Boden. Weil jetzt dürfte die nicht mehr sichtbar sein für uns. Aber die sollten hier nicht mehr wegkommen. Zumindest die Theorie. Und wenn die jetzt hier wirklich nur in so einem kleinen Gebiet hier rumlaufen, das reicht mir schon. Dann ist ja wenigstens ein bisschen Leben an dem Hafen. Wir müssen halt jetzt testen, ob die weglaufen oder nicht. Wir beobachten das mal. Ich hoffe, die bewegen sich. Zumindest ein bisschen. Ja, okay. Oh, das ist perfekt. Okay, jetzt haben wir kleine, süße Moros hier. Die hier rumlaufen zumindest ein bisschen. Ich werde später hier übrigens auch noch überall Flugsaurier und so freilassen. Aber die will ich jetzt noch nicht freilassen. Weil die mich sonst halt behindern beim Bauen, wenn die überall landen und sowas. Aber das ist halt auch noch cool, wenn hier Flugsaurier und sowas rüberfliegen. Aber die können dann auch über die ganze Insel fliegen. Das war zumindest der Plan. Sieht auch jetzt richtig cool aus, diese Malta-Gebäude. Guckt euch das mal an. Ja, einmal hier in Besucherperspektive kurz reingehen. Das hier noch nicht mal zu Ende gestaltet. Ich will auf jeden Fall den Boden noch ein bisschen mehr kaputt machen und so. Da habe ich auch schon Ideen. Aber sieht schon krass aus, ne? Das Gebäudeset ist sehr cool. Das soll es jetzt auch mit der ersten Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt gewesen sein. Da unten der Bereich ist soweit fertig. Schnell hier einmal noch runterrennen. Da sind nämlich jetzt auch unsere ersten Dinosaurier, wie ihr sehen könnt. Ich würde mich auf jeden Fall mega über ein Like freuen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Projekt findet, wie ihr die erste Folge fandet. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Cinematic-Aufnahmen.